Willkommen heute zum zweiten Teil unserer Expert-Session zum Thema Just-in-Sequence. Mein Name ist Alexander Götz. Ich leite bei der WSW die Beratungsabteilung sowie das Service- und Support-Team im Geschäftsbereich Digital Supply Chain. Zuerst möchte ich einen kurzen Rückblick machen, was im ersten Teil geschehen ist. Auch nochmal der Hinweis, schauen Sie sich gerne nochmal den ersten Teil an. Darin hat Wolfgang Salinger Ihnen aufgezeigt, welche Anforderungen auf Sie einwirken, wenn Sie ein JIS-Lieferant sind im Automotive-Sektor, und hat Ihnen die Komplexität verdeutlicht. Ist vor allem auf eines eingegangen, was nämlich Wachstum mit dieser Komplexität macht. Wenn Sie beispielsweise einen neuen OEM dazu bekommen oder Ihre Prozesse ändern wollen, wie stark diese Komplexität ansteigt in diesem Fall. Ich möchte Ihnen heute noch mehr Gründe nennen für steigende Anforderungen. Ich möchte jetzt am Anfang mit Ihnen mal durchgehen, wie diese Anforderungen entstehen. Wenn Sie nicht ganz neu in dem Business sind, dann wissen Sie eins besser als jeder andere. Wir befinden uns in einem unglaublich stark umkämpften Markt. Es gibt eine hohe Anzahl an Mitbewerbern und an guten Mitbewerbern. Und demgegenüber stehen einige wenige sehr große OEMs, was im letzten Endeffekt bedeutet, dass diese OEMs eine unglaublich große Marktmacht haben. Und das bedeutet für sie, sie stehen unter einem enormen hohen Preis- und Qualitätsdruck. Aber auch die Ansprüche der OEMs verschieben sich immer mehr in ihre Richtung, die steigen immer weiter, ob es jetzt Sonderprozessen, Sonderfarben, Behördenfahrzeuge, Einzelteilbelieferungen sind, es wird immer mehr von ihnen abverlangt und gleichzeitig steigen ihre eigenen Ansprüche, müssen sie auch. Und was mir ganz wichtig ist, diese Ansprüche, die ändern sich stetig. Die sind nicht gegeben am Projektanfang und bleiben dann so, sondern die werden auch im Laufe eines Projektes sich ändern und vor allem ansteigen. So, was tun wir jetzt? Was können Sie tun? Das Einzige, was Sie tun können, ist, dass Sie ständig an Ihren Prozessen schrauben, diese ständig weiterentwickeln, weiter optimieren. Sie wollen Fehler vermeiden. Sie wollen natürlich neue Technologien nutzen, wenn Sie die Möglichkeit haben. Im Endeffekt wollen Sie qualitativ bessere Produkte bauen. Und Sie wollen natürlich immer weiter effizienter werden. Das heißt, Sie wollen immer mehr Kosten sparen. Und hier nochmal ein Hinweis. Nicht nur in der Produktion lassen sich Kosten sparen. Auch und vor allem in der Logistik sind oft große Potenziale versteckt. Und denken Sie daran, Logistik macht mittlerweile 20% Ihrer Kosten aus. Im Endeffekt kann man sagen, Sie wollen schneller, mehr und variantenreicher produzieren können. Und wie erreichen Sie das Ganze? Was haben alle diese Sachen gemein? Sie bedeuten, dass Sie Ihre Prozesse stetig anpassen müssen. Ich möchte Ihnen dazu ein paar kleine Beispiele zeigen. Gehen wir davon aus, Sie haben ein Projekt, das haben Sie vor 2 Jahren begonnen. Damals haben Sie gesagt, okay, mein Bauteil besteht aus vielen einzelnen Komponenten. Die möchte ich in der Produktion, dass die schon bereit liegen, zu meinem Auftrag bezogen. Das heißt, ich erstelle mir Kommissionierlisten. Mit diesen Kommissionierlisten kann dann einer meiner Mitarbeiter losgehen und schon mal diese Teile vorsortieren, um sie mir dann an der richtigen Stelle im Band bereitzustellen. Eine sehr gute Idee, das läuft auch einigermaßen gut, aber mit der Zeit merken Sie, dass da doch dann nur Menschen dort arbeiten und dass ein Mitarbeiter natürlich auch einfach mal in ein falsches Fach packen kann und Ihnen so ein falsches Teil an die Produktion liefert. Und solche Fehler sind natürlich dann wieder aufwendig. Also was machen Sie? Sie wollen den ganzen Prozess verschlanken und schneller machen und Sie wollen ihn vor allem sicherer machen. Sie entscheiden sich dazu, Sie wollen ein Pick-by-Light-System einsetzen. Da haben wir es jetzt. Das ist ein Fremdsystem. Das müssen Sie mit Ihrem System koppeln. Das heißt, dieses Pick-by-Light-System braucht die Informationen. Es muss natürlich wissen, welchen Auftrag möchte ich jetzt bauen. Das heißt, welche Lämpchen muss ich jetzt ansteuern? Vielleicht wollen Sie auch weitergehen und zusätzlich noch Papier vermeiden. Wir sind ja hier in der grünen Welle und wollen da was tun.
Das heißt, Sie wollen vielleicht zusätzlich auch noch einen Monitor anbinden und diese Liste nicht mehr mitführen, sondern Ihre Aufträge auf dem Monitor anzeigen. Auch das muss wieder mit Informationen gefüttert werden. Insofern haben Sie es hier mit Schnittstellen zu tun. Ein anderes Beispiel ist, dass Sie merken, okay, ich habe ein Problem mit der Qualität meiner Bauteile. Ich mache öfters mal einen Fehler in meinem Prozess, Schritt 3. Den merke ich aber erst ganz am Ende. Jetzt sagen Sie, okay, das Ganze ist so gravierend, dass ich jetzt ein Kameraprüfsystem einsetzen möchte. Dieses Kameraprüfsystem machen Sie dann direkt nach Ihrem Prozess Schritt 3, um den Fehler sofort zu erkennen, optimal. So, jetzt haben Sie dann ein teures Kameraprüfsystem gekauft. Jetzt kommt der nächste Step. Jetzt muss das Kameraprüfsystem natürlich wissen, was es zu prüfen hat, was das überhaupt für ein Auftrag ist, den es da vor sich hat. Das heißt, Sie müssen auch dieses System mit Informationen füttern und Sie wollen aus dem Kameraprüfsystem natürlich auch was rausziehen. Ob es lediglich im Optimalfall eine IO-Meldung ist, die Sie in Ihrer Traceability mit aufnehmen können, oder aber ob es NIO-Fall ist, das heißt, irgendwas ist an dem Teil kaputt und Sie wollen natürlich wissen, was da kaputt ist. Können Sie das Teil nacharbeiten, dass es danach in Ordnung ist? Müssen Sie es vielleicht verausschussen? Eine andere Möglichkeit ist, dass Sie das Geld in die Hand nehmen wollen und ein automatisches Lagersystem vielleicht für Ihre Halbfertigteile mit integrieren wollen. Und Sie möchten, dass dieses Lagersystem Ihre Halbfertigteile dann in der richtigen Sequenz schon ans Band liefert, damit hier keiner mehr suchen muss, ja? Auch da müssen Sie dem Lagersystem auftragsbezogen Informationen geben, was es auslagern soll. Und Sie müssen auch Auslagermeldungen verarbeiten können in Ihrem GIS-System. Hier gibt es noch viele andere Beispiele, welche zusätzlichen Systeme Sie bei sich anbinden können sollten. Ob das jetzt neue Produktionsmaschinen sind, ob das AGVs sind, ob das Roboter sind. Hier gibt es extrem viele Möglichkeiten. Aber nicht nur externe Prozesse anbinden, externe Systeme anbinden ist ein Thema, sondern Sie haben auch oft das Thema, dass Sie Ihre internen Prozesse optimieren müssen oder können oder sollten. Ja? Das heißt beispielsweise ganz standardmäßig Qualitätskontrollen wie ein Blind Audit. Habe ich zu diesem Auftrag denn wirklich eine silberne Zierleiste verbaut? Oder ist da vielleicht eine rote dran? Vielleicht haben Sie es auch schon mal mitmachen müssen, dass Sie im Versand einen Behälter vergessen haben. Sie haben den Transport vorbereitet, es war alles in Ordnung und am Ende wurde einfach vergessen, einen Behälter zu verladen. Jetzt ist es in unserem GIS-Bereich so, dass wenn ein solcher Behälter beim OEM fehlt, dass das sogar zum Worst Case führen kann, zum Bandstillstand. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, was für empfindliche Konsequenzen das nach sich zieht für Sie als GIS-Lieferant. Aber es sind noch viele weitere Pokajoke-Checks möglich, das heißt technische Unterstützungen, wie Sie etwas Qualität in Ihre Prozesse reinbekommen. Ich möchte hier das jetzt mal mit diesen Beispielen dabei belassen. So, wo komme ich am Ende hin? Was mir ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir Ihre Projekte in einem ständigen Wandel verstehen. Ja, das heißt, ob Sie jetzt ein einzelnes Projekt haben, von Start bis Ende, werden Sie dort Veränderungen in Ihren Prozessen haben. Aber auch natürlich, wenn Sie zusätzliche Projekte dazu gewinnen oder Belieferungsformen im gleichen Projekt. All das bedeutet, dass Sie Ihre Prozesse anpassen müssen. Und vor allem in unserem Business, im Automotive-Sektor, gilt dieser doch manchmal sehr abgedroschene Satz mittlerweile: Sie müssen mit der Zeit gehen, sonst gehen Sie mit der Zeit. So, was bedeutet das und worauf will ich hier hinaus? Ich möchte, dass Sie wissen, dass Sie bei der Auswahl Ihrer GIS-Software und damit auch Ihres Partners sorgsam vorgehen. Achten Sie darauf, dass die Software, die Sie nutzen wollen, skalierbar ist. Das heißt, sie muss mit Ihnen wachsen können. Ja, und das Ganze soll sie nicht machen, das Ganze soll sie besonders nachhaltig und wirtschaftlich für Sie optimal machen. Das heißt, für mich ganz wichtig, denken Sie darüber nach, eine Standardsoftware zu nutzen, denn dort können Sie konfigurieren und es muss keine Umprogrammierung stattfinden. Umprogrammierung bedeutet immer für Sie, das dauert lange und das ist besonders teuer.
Also hier der Hinweis Richtung Standardsoftware. Achten Sie bei Ihrer Software auch darauf, und das hatten wir jetzt mehrfach, dass Sie diese Software gut in Ihre Systemlandschaft integrieren können. Ja? Schnittstellen sind ein ganz wichtiges Thema. Systeme sind heute oft miteinander sehr tief verzahnt und eine Optimierung Ihrer Prozesse kriegen Sie auch nur dann hin, wenn Sie diese Verzahnung durchführen können. Ja? Also nehmen Sie Abstand davon, irgendwelche Insellösungen sich zu bauen. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, ist, achten Sie darauf, dass Sie mit Ihrer Software auch den richtigen Partner sich an die Seite holen. Ja, wir haben gesehen, wie viele Änderungen Sie im Laufe eines Projektes haben. Das muss manchmal schnell passieren. Achten Sie darauf, dass Sie einen schnellen, unkomplizierten Partner haben, der Ihnen da kompetente Lösungen anbietet. Aber auch das Thema Support sollten Sie nicht außer Acht lassen, weil Sie wissen, bei uns ist es im GIS-Bereich geht es oft um Stunden, um Minuten. Da sollten Sie darauf aufpassen, dass Sie einen enorm starken Support haben mit guten Reaktionszeiten. So, ich hoffe, ich konnte Ihnen da jetzt bei der Auswahl Ihrer Software ein paar Impulse geben, die für Sie wichtig sind. Wenn Sie Fragen, Informationen brauchen, können Sie sich natürlich gerne bei mir melden, da freue ich mich drüber. Ansonsten freue ich mich drüber, wenn Sie auch unseren nächsten Expert Sessions treu bleiben. Und zu guter Letzt bleibt es mir noch, Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen zu sagen und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund, auf Wiedersehen.